Hallo und willkommen zurück beim Mystic Quest Let's Play. Ups, ich habe falschen Knopf gedrückt. Ich sollte nicht labern und sofort spielen auf einmal. Ja, wir sind im Luftschiff. In der letzten Folge habe ich wie ein Bekloppter versucht, draußen das Fenster zu finden. Übrigens, danke für den Hinweis, dass der Ton zu laut wäre. Ich habe jetzt mal eine Einstellung rumpaldobert. Ich hoffe, das passt jetzt so. So, ich habe geguckt, wo man hin muss. Und man musste hier irgendwo hin. Ich frage mich nur, wo. Also es war auf jeden Fall irgendwo auf dem Deck. Oder kann ich hier die Fässer irgendwie wegschlagen? Kann das sein? Also wenn denn ja eher am ehesten so mit der Axt, oder? Nee. Vielleicht mit der guten Pike? Kann das sein? Nee, auch nicht. Ha! Wo muss ich hin? Das ist die große Frage. Kann ich hier runter? Nee. Also ich muss ja irgendwie quasi unter das Schiff geraten. Und ich meine... Also hier kam ich ja aufs Schiff, logischerweise. Das müsste doch denn hier irgendwie lang gehen, oder? Ich frage mich nur, aber da ist ja auch ein Fass. Hä? Oder kann ich hier jetzt irgendwie... durch, dass ich quasi auf der anderen Seite vom Fass rauskomme. Übrigens auch geil, ne? Typisch Videospiel-Logik. Wir können mit einer Axt, können wir Bäume wegkloppen und sowas, kein Problem. Aber Fass, ne. Ne. Das wäre zu viel. Block. Hier komme ich doch jetzt wieder zum Gefängnis. Ha. Mega-Attacke. Das ist echt seltsam. Also das Spiel verwirrt mich auf jeden Fall immer wieder. Warte, hier geht's hoch. Wenn ich hier vielleicht rausgehe, dann bin ich vielleicht wieder auf dem Deck irgendwie, oder? Das sieht irgendwie beinahe so aus. So. Gucken. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile übrigens die Orientierung komplett verloren. Also, wie immer. Also, okay, mit den Geistern hilft das nicht. Ah, die Pike habe ich noch ausgewählt. So. Jetzt bin ich wieder auf dem Deck. Sehr schön. Ja, ich muss sagen, dieser Sturmangriff, boah, das sind viele Gegner. Der gefällt mir echt. Das habe ich keinen Rucklage gehabt. Das wird wahrscheinlich an der Emulation liegen. Oder hatte die Original-Gameboy-Version auch ruckler? Also Emulation bezieht sich darauf, ich spiele ja mit den Retron 5 mit dem Originalmodul. Also das hat jetzt nichts mit irgendwelchen zwielichtigen runtergeladenen ROMs zu tun oder ähnliches. So, jetzt muss ich es ja hier auffangen. Da ist das Fenster. Komm. Raus hier! Verwahre das Amulett, Panda. Gib mir das Amulett. Oh, oh. Oh, dann spring doch rein, Junge. Oh, warum springst du denn nicht rein? Halt dich. Kann nicht. Pui. Oh, okay. Durchs Dach. Aber das Dach ist komischerweise heil geblieben. Oh, irgendjemand ist vom Himmel heruntergefallen. Panda? Du kennst ihn? Panda! Okay.
Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Amanda, wer war Amanda? Kennen wir die wirklich? Ich habe Glaive verlassen, nachdem du fort warst. Muss aus den ersten Folgen sein, die sind schon so lange her. Ich hatte ja zwischen den Let's Plays so eine kleine Pause von ein paar Monaten. Oh Panda, es tut mir so leid. Aber ich muss... Sie muss weg. Wo bin ich? Das Amulett. Wo ist es? Ich dachte, ich hätte Amandas Stimme gehört. Okay, theoretisch könnte das Amulett ja mit uns runtergefallen sein, ne? Dann müsste das irgendwo sein. Früher sah man hier sehr viele Dodos. Im Wald im Norden sah ich ein Ei. Okay. Alles klar, Junge? Du bist in Menos. Menos. Kann ich das? Amanda hat den Ort heute früh verlassen. Okay. Mal gucken, was der Waffenhoshi hat. Ein Speer. Hier hast du deine Ware. Speer. Cool. Mal ausprobieren, würde ich sagen. Aber ich glaube, so vom Schaden unterscheiden sich die Dinger nicht so unbedingt, ne? Obwohl, ne? Also Speer hat AP 37. Ja, minimal. Aber man hat ja gesehen, obwohl ich teilweise mit der etwas schwächeren Axt irgendwie gekämpft habe, war es vom Schaden ja kein großer Unterschied. Also der Werf wirft den Speer anscheinend. Kann ich hier rein? Nee. Okay. Ich will erstmal den Ort hier noch weiter erkunden. Na, wer bist du? Lester, Amandas kleiner Bruder, ist Musiker. Er spielt Harfe in einem Ort namens Judd. Schön. In Judd hörte ich den schönen Klang einer Harfe. Ja, wird das wohl... Judd liegt am nördlichen Ende der Wüste. Okay. Wollen die jetzt mich nach Judd schicken, oder? Also ich muss es wahrscheinlich Amanda finden. Ja, eigentlich habe ich... Ich bin ja voll quasi, ne? So, das letzte Häuschen hier mal begutachten. In der Wüste kannst du den Eiszauber finden. Schön. Eigentlich unlogisch. Obwohl, in der Wüste wird es ja nachts verdammt kalt, ne? Vielleicht deswegen. Was hat Amanda in letzter Zeit? Sie ist traurig. Joa. Kann ja sein, dass Amanda das Amulett an sich genommen hat, ne? Also... Große Auswahl haben wir nicht. Wir versuchen mal Amanda zu finden. Also meine absolute Lieblingswaffe wird es, glaube ich, nicht. Obwohl sie schon einigermaßen Schaden macht. Also das kann man nicht verneinen. So, nehmen wir mal Wille. Komm. Ja, bald haben wir die 100 Lebenspunkte. Ich wette, es ist genau der falsche Weg hier. Ich guck mal nach links. Ich weiß auch nicht warum, aber... Okay, das ist die Wüste. Die Skorpione, die können ja mal gar nichts hier. Aber Amanda ist hier... in den Wald gegangen, haben sie ja gesagt, ne? Ich bin ja hier in der Wüste. In der Wüste wollen wir gar nicht. Also, gucken wir mal hier. Von der Logik her. Oder ich leg's gerade falsch aus. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Ja, komm her. So. Was haben wir hier? See. Das war aber gemein hier. Ja.
Das war faszinierend, wie die Igelgegner aussehen. Okay, die kann ich nicht erledigen. Ich frage mich natürlich. Also, sie sprachen doch von irgendwas im Norden, oder nicht? Das heißt, von der Theorie her ist meine Richtung hier ja gar nicht so verkehrt. Aber ansonsten bin ich jetzt hier auch. Sau. Ach, das ist. Ach, das Dodo-Ei war da. Stimmt. Mal gucken. Gehen wir mal rüber. Ne, Ketten brauchen wir. Ah. Hä? Hey, es bewegt sich. Was bist du? Sind das nicht die eigentlich aus Final Fantasy? Okay, Square hat ja auch Final Fantasy gemacht. Hey! Lauf nicht hinter mir her! Du denkst, ich sei deine Mutter? Na gut, dann komm mit mir. Okay. Drollig. Was muss ich jetzt mit dem Dodo machen? Soll ich das jetzt machen, oder? So, ich würde jetzt erstmal sagen, ich gehe mal wieder zurück zum Dorf, ne? Die haben mir ja gesagt, dass der Dodo da ist, also... Boah, war aber knapp vorbei hier. Na, die Wölfe, die mag ich, die sind doof. Vielleicht ist denn die Amanda ja dann automatisch wieder da. Das kann ja sein, ne? Ja, wenn ich jetzt heute auch noch treffen könnte, dann wäre alles viel einfacher, würde ich sagen. Aber später in Secret of Mana Teilen sowas kamen diese Dodos gar nicht mehr vor, ne? Weil die sind ja eigentlich wirklich eher bekannt für die Final Fantasy Serie. Ich finde aber auch diese rühmen Guy, die mit zum Schreien angreifen. Ja. Naja, du auch noch. Ein paar Erfahrungspunkte sind nie verkehrt. So, mal gucken, was sie zu meinem Dodo sagen hier. Warte auf mich! Okay. Früher sah man hier sehr viele Dodos. Ja, ich wollte euch den Dodo zeigen. Ha! Huh. Dann muss ich mit dem anscheinend woanders hin, oder? Frag mich nur, wohin. Kommt jetzt gar nicht mehr mit. Nimmst du deinen Dodo mit? Ja. Was bringt er mir? Okay. Bin ich jetzt alle Wege im Wald abgelaufen? Muss ich mal schauen. Also ich will erstmal den Wald abklappern, bevor ich jetzt in die Wüste gehe. Der nächste logische Schritt wäre natürlich, in die Wüste zu gehen. Aber ich will mal gucken, ob ich hier irgendwo die Amanda finde. Das habe ich zumindest im Kopf, die wird hier nichts sein. Kann ich hier rübernehmen, ne? Weil irgendwo könnte man sie doch rüberschwingen und genau hier. Das hatte ich nicht getan. Also ich gucke hier nochmal und ansonsten geht es halt ab in die Wüste, würde ich sagen. Und rüber. Achso, hey! Ach stimmt, hier war ja das Duftschiff, ne? Meine ich. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Das Schwert ist schon geiler. Ich weiß, mit dem Speer werde ich irgendwie nicht warm. Ich weiß auch nicht, wieso. Für einen Speer hat er keine Riesenreichweite. Da finde ich hier... Die Ansturmattacke ist schon irgendwie cooler. Na komm.
Die haben jetzt ein paar Dutzend Marschen erledigt. Jetzt können wir sie auch mal umgehen. Ab in die Wüste. Kann nicht mehr tragen. Ja, ich wollte eigentlich auch nur den Skorpion hier erledigen. Und die Echsen oder was das sein soll. Ja, komm her. Ja. Ich stelle mich ganz schön doof an. Ich würde sagen, ich genau, hau mir mal den Heilzauber rein. Obwohl, die Gegner wären schon ganz schön tough, ne? Also drei Treffer brauchen sie schon. Ja, okay, der nur zwei. Okay. Jetzt bin ich hier an dem Wasser. Ach, hier ist eine Hütte. Schauen wir mal rein. Das ist einer. Hallo, kann ich dir irgendwie helfen? Ja, wenn du was zu verkaufen hast. Bla 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 bla. Ja, nee. Nichts, was ich irgendwie groß einsetzen würde. Wollen wir mal hier nach unten schauen. Wobei, die meinen ja irgendwas mit... Ich hab doch irgendwas im Kopf von... Haha. Trotz Superattacke. Nicht tot. Ach, jetzt aber. Kann ich hier auch durch? Wow, ist das hier verzweigt. Also hier muss auch irgendwo noch mal einen Sinn... Hab ich den jetzt getroffen? Nein! Nein! Ey, Fels ist kacke. Zum Glück kann man seinen Nebenzauber da benutzen. Okay, jetzt bin ich jetzt gleich den ganzen Süden hier abgelaufen. Übers Wasser hinaus. Ja, sehr schön. Level up. Ich würde sagen, da wir in letzter Zeit ziemlich viel einstecken. Einmal in Immun. So, jetzt haben wir die 100 Lebenspunkte geknackt. Sehr schön. Ich werde jetzt einfach mal nach Norden gehen. Auch wenn ich da jetzt vielleicht was durcheinander bringe. Ich mag doch keinen Fels. Na, zum Glück ist der gerade zu blöd. Dödelödelö. Das war aber gemein. Den konnte ich ja fast gar nicht hier ausweichen, ne? Sollte auch auf der richtigen Höhe sein. Leer. Oh, die können auch leer sein. Hm. Wo ist denn die Amanda hin? Das ist echt wie ein Labyrinth hier, ne? Ah. Das sieht wirklich 1 zu 1 wie ein Labyrinth aus. Huh, was ist das denn? Warte auf mich. Ach, das wird Schatz sein. Warum haben wir keine Musik? Soll das so? Das klingt irgendwie komisch. Siehst du das riesige Herrenhaus? Es gehört Davias. Aha. Das klingt schon so böse. Willkommen in Jad. Davias reagiert diese Stadt. Ah, der Bruder von der Amanda, der spielt doch hier Laute. Davias Mutter ist eine Medusa. Sie ist in einer Höhle. Einer Oase in der Wüste. Schwer zu finden. Also werde ich es nie finden. Kaum einer kennt den Weg. Nur ein kleiner Junge. Ich bin gerade nur irritiert, weil wir keine Musik haben. Davias kann Menschen in Tiere verwandeln. Okay. Klingt nach einem Feasting. Viele kamen hierher und sind nie zurückgekehrt. Ja, das wollen wir natürlich. Ja, komm. Ja, also das nervt, ehrlich gesagt, so ein bisschen an dem Spiel, dass sie einen auch zulabern, ohne dass man eine Taste drückt. Und wenn die halt zufälligerweise im Weg stehen. Na, wie hier? Kann das etwas nervig sein? Ich will doch nur dadurch, ja.
Der ärgert mich. So. Geht's hier noch? Ja. Gibst du mir eine neue Waffe? Ich möchte gerne kaufen. Ah, oh. Cool. Gold. Gold. Wobei, eine Goldrüstung wäre ziemlich blöd. Weil vom Metall her ist Gold ja sehr schwer, dafür aber sehr, sehr weich. Und wenn ich eine Rüstung habe, dann will ich, glaube ich, nicht, dass die schwer, zu schwer und dann aber auch weich ist. So, und... So. Kann ich meinen Silberkram verkaufen? Ach nee, behalte ich lieber. Nicht, dass ich hier nochmal durch diesen komischen Gang da muss, weil dann heißt es, keine Dingenskirchen, keine Silberrüstung. Hallo, ein Nachtlager für 10 Goldstücke. Ja, das nehmen wir mal mit. Gute Nacht. Danke. Keine Musik. Die Wüstenhöhle, ein Sack Giftzähne und ich sag's dir. Aha. Habe ich Giftzähne? Oh, du hast gar keine Giftzähne. Ja. Ich weiß auch nicht, wo man die herbekommt. Muss ich wahrscheinlich Skorpionikuh ein oder irgendwie sowas. Ja, was hast du denn? Hast du irgendwas Schönes? Nein. Ach, ich glaube, ich habe einen Bonbon. Das blockiert mir hier am Platz. Dann kann ich stattdessen was Nützliches kaufen. Das finde ich gerade echt ganz komisch, so ohne Musik. Da merkt man erst, wie sehr die... Ich nehme mal Schlüssel mit. Wie sehr man die Musik doch beim Spielen braucht, ne? Also ich würde sagen, ich suche jetzt mal den Harfe spielenden Bruder. Die Passage nach Norden ist mit giftigem Gas gefüllt. Okay. Lass mich da mal vorbei. Danke. So, wo ist der Bruder? Bist du der Bruder? Als Bannbrecher benötigt man eine Träne. Aha. Gucken wir mal hier rein. Oh, wir haben wieder Musik. Aber es ist die Dungeon-Musik. Das sieht irgendwie schwer nach einem Boss aus. Bist du böse? Hallo? Ah. In dieser Stadt solltest du dich benehmen. Ja, sicher. Amanda? Ach ja. Dieses Mädchen. Lass mich raten, das ist der Vogel da. Sie ging zur Höhle der Medusa. Von dort kam noch nie jemand heil zurück. Ich wette, das ist die Amanda. Bannbrecher von wegen Verzaubern und in Tiere verwandeln. Das sieht nach einem weiblichen Vogel aus. Sherlock Panda, der schlussfolgert. Okay. Gut. Ziel ist es also die Höhle der Medusa. Dafür brauche ich diese komischen Giftzähne. So. Das giftige Gas erschien, als die Harfe verklang. Ah, okay. Den Harfenspieler habe ich aber immer noch nicht gefunden. Gut. Ja, bla bla. Lass mich doch einfach vorbei. Was für einen Lebensablauf haben diese Leute eigentlich? Hängen den ganzen Tag am Stadttor rum, um irgendwelche Neuankömmliche zu belabern. Ach nee. Oder wenn die den werfen? Oh ne, nicht Fels! Ich mag nicht Fels. Ach, der ist tot. Aber ich mag trotzdem nicht Fels. Da bin ich jetzt bockig. So, Skorpione. Was ist denn hier oben? Ich hau die mal um. Hm.
hätte gedacht, dass sie irgendeinen Sinn haben, ehrlich gesagt. Ja, ich gebe dem Speer nochmal eine Chance. Okay, wie kriege ich die Skorpionen dazu, dass ich den Stachel nehme? Also die werfen den ja so, ne? Na komm hin. Komm, 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 komm. Werf hier mal zu mir. Hier bin ich. Hier bin ich. Gott, ist der idiotisch. Hier. Naja, ich würde sagen, wir nähern uns auch so langsam dem Ende. Ich würde sagen, ich recherchiere mal, wie ich an diese Giftstachel für die nächste Folge drankomme. Und dann wird es, denke ich mal, gegen die Medusa gehen, ne? Also, danke mal, wie ihr das hier reingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.